Moin Moin und herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid, Leute. Heute Freitag, besonderer Freitag, denn heute gibt es mal wieder eine neue Marsch-Version mit neuer Produktion. Die meisten wissen ja, was es gibt. Heute Abend Livestream ab ca. 7:45 live auf Twitch und das Ganze dann als Folge verfügbar ab Sonntagmorgen. Das heißt natürlich, morgen am Samstag gibt es keine LS-Folgen, also wundert euch nicht. Das wird nix. Aber dafür hatten wir jetzt gestern, ne, an Herrentag zwei Folgen. Einige von euch haben heute bestimmt Brückentag, haben sich auch noch einen Tag frei heute gegönnt. Ich nicht, ich bin los. Aber gut, nützt ja nichts, ne? So ist das. Jetzt, also gerade eben hatten wir nichts und jetzt kommt hier Abfahrkapazität ohne Ende. Wir wollen heute auf jeden Fall nochmal im großen Stil. Ja, genau, jetzt ist er durch, ne? Ja, klar. So, im großen Stil nach Möglichkeit richtig viel Hackschnitzel produzieren. Dafür kommen da jetzt Anhänger mit Kapazität natürlich im Gesamtvolumen von, weiß ich nicht, 300.000, 400.000 Litern Hackschnitzel gleich um die Ecke. Hier werden wir jetzt auch nochmal Unkraut vernichten. Feld 42, 43, weiß nicht, haben wir da einen Spritzkurs? Spritzen 42, 43 haben wir sogar. Ist immer gut. Erster Wegpunkt und ab dafür. Das könnte sogar noch klappen, weil den haben wir ja gerade erst aufgefüllt. Sehr nice. Jetzt gucken wir uns das ganze Spektakel mal von hier aus an, wenn die ganze Flotte hier jetzt gleich kommt. Fehlt noch ein bisschen, ne? Also da fehlt mindestens noch der eine LKW. Kriegen wir aber recht schnell voll. Was mich wundert, wo der eine kleine LKW noch bleibt. Wo hatten wir den? Hatten wir den? Den hatten wir hier hingeschickt. Der hängt da am Wassertrailer wahrscheinlich, ne? Ja, so kann der nicht vorankommen. Müssen wir einmal zur Seite fahren. Produktion Zellstoff Hackschnitzel. Da kommen noch mal zwei, ne? Sorry. So, weiter geht's. Ja, also heute Abend neue Marsch-Version und ich will aber auch sehen, dass wir hier ein bisschen vorankommen. Machen wir erstmal den ersten Anhänger voll. 146.000, das reicht auch gleich für die ersten beiden. Das ist der Albino-Trailer. Genau, hau ich noch ein bisschen mehr rauf. Also nimmst du den hier. Und bei dem müssen wir jetzt mal gucken, ob wir das jetzt irgendwie hinkriegen, dass er Waldabfahrt 2 und dann Produktion Pferdes befüllt und dann aber auch wiederkommt, ne? Und nicht den ganzen Betrieb aufhält. Mal gucken. Schon mal rein. Dann holen wir mal mehr. Das ist eben das, was ich meine. Wenn wir wirklich hier ein bisschen fräsen, hat man echt relativ schnell 200.000, 300.000, 400.000 Liter Hackschnitzel. Dass es so gut wie gar kein Problem ist, die ganze Anhängerkette, die wir jetzt hier aktiviert haben, auch unterwegs zu haben. Eigentlich soll es ja so sein, dass gerne immer einer steht und wartet. Wenn man mal sieht, dass ausnahmsweise mal ein paar mehr stehen und warten. Der hat jetzt hier zwischendurch einen kleinen Schwung mitgekriegt. Hier sind tatsächlich schon weniger Bäume. Dann fahren wir mal hier hin.
Ich glaube, hinten war noch leerer, ne? Das ist jetzt Pech. Machen wir erst nochmal hier hin, dass wir das wirklich dann auch sauber abgefrühstückt haben, dieses Stück. Geht noch nicht, da ist noch ein großer Baum sogar. Da müssen wir also nochmal dann hin. Alles große, viele große tatsächlich. Aber es soll ja auch nochmal der größte Holzdirektverkauf sein mit mehreren hunderttausend Einnahmen später. Da vorne ist gerade, ist eine Blockade in der Ecke oder fahren die noch? Kann sein, dass sie sich verfranst haben. Müssen wir gleich nochmal gucken. Erstmal schicken wir die beiden hier los, was reicht für beide, die jetzt hier stehen. Die sind irgendwie abhanden. Was ist hier passiert? Ach so, wahrscheinlich ein Gegensatz gerade, oder? Das ist natürlich, wenn man so viele hat, kann sein, dass die sich hier mal entgegenkommen. Was ein kleines Nadelöhr ist. Nicht so weit weg. So, ganz einfach. Das haben wir auf jeden Fall, wissen wir genau, dass vorne voll ist, also dementsprechend hinten noch Platz ist für einen großen Baum und eigentlich auch ein paar kleine. Nix da bitte. So, habe ich nicht drauf geachtet. Hat er vorne leer gemacht oder hinten leer gemacht? Der hat tatsächlich nur hinten leer gemacht, vorne gar nicht. Da sind aber noch viele kleine Tannen, das ist gut. Der nächste Abfahrer ist schon in der Nähe. Die kleine Bäume ist ja auch, ne? 10 Stück und es ist irgendwie noch nicht mal Anhänger voll. Aber es lichtet sich leicht. Also wir kommen Stück für Stück voran. Mit jedem Baum ist einer weniger von 1000 oder so, ne, die wir insgesamt hier bearbeiten müssen. Also 1000 ist einfach mal dahergesagt. Ich glaube, es sind nicht ganz so viele, aber sind auch echt nicht wenig. Da treffen die sich schon wieder genau in der Einfahrt. Da müssen wir nochmal überlegen, ob wir die Einfahrt nochmal ein bisschen... Ne, die sind aneinander vorbeigekommen. Was hatte ich gesagt, müssen wir die Einfahrt nochmal so ein bisschen aufteilen, also... Sie besser aneinander vorbeifahren können.
Wir wissen ja, dass da hinten noch ein Baum steht in dem großen Kaliber. Den organisiere ich mal schnell. Ja, hier ist noch ein kleiner. Weg. Der steht da außen. Ne, genau, den wollte ich. Ein bisschen wegzoomen. Ja, wir sind fast voll, aber ich meine, der steht auch noch auf der Grenze, so dass er weg muss, gerade so. Ja, 150.000 Liter, wir sind wieder voll. Einer steht schon und wartet. Wir haben schon bald die Sache, dass wir weitergehen müssen. Also das war jetzt der hintere, komplett leer. Na, schon merken wir, dass wir warten müssen. Ein paar kleine Bäume hier an der Seite weg. Ja, ich werde jetzt nicht eine Woche lang nur fräsen. Ne? Wir machen das so ein bisschen vielleicht Stück für Stück. Wenn wir diesen Abteil, dieses Stück leer gemacht haben, dann haben wir da ja vielleicht auch Platz für den Holzdirektverkauf. Der dann schon, obwohl der so richtig zentral ist, hat er noch nicht. Ne? Vielleicht müssen wir noch ein kleines Stück weiter rein und da machen wir dann den Holzdirektverkauf. Ja, gucken wir doch gleich mal zum Abschluss der Folge, ob der jetzt, ob der große Bergmann wieder die Pelletsproduktion blockiert oder ob er da jetzt irgendwie weitergekommen ist. Weil wir warten auf jeden Fall schon wieder auf Abfahrer. Dann sehen wir noch, wie der LKW abdüst. Ja, nach dem Motto reicht noch nicht mal an Abfahrkapazität. Wir brauchen mehr. War gut, dass wir aber mit der zweiten Fräse unterwegs sind, weil ansonsten, ne, dafür ist es einfach echt zu viel. Das reicht aber, also mehr ist hier nicht drin. Der nächste ist die Kurve, ne? Naja, gucken wir mal. Also hier fahren sie. Na, guck mal, der fährt. Sieht ganz gut aus sogar. Relativ viele fahren gerade. Sind nur halt alle unterwegs gewesen. Würden wir machen. Jetzt wäre ein bisschen Geld rein da durch den einen. Ist ja wie gesagt nur klein Vieh verkauft. Oh.
Den können wir Richtung Feld 39 schicken. Hat schon klar sein wird, dass wir da nächstes Mal auffüllen müssen. Ja. Und ich sag's nochmal, liebe Leute, heute Abend Livestream, 7:45 auf Twitch mit der neuen Marsch-Version. Was kommt, wisst ihr schon zum, ja, eigentlich wisst ihr schon, höchstens noch ein paar kleine Verbesserungen oder Änderungen, die ich dann nochmal vorstelle. Auch neue Kanalmitglieder, das wird noch, ne, ist dann nochmal wieder auf dem neuesten Stand. Umzug, was auch immer, Grundstücksumgestaltungswünsche, alles was so dazugehört, ne. Ja, den lassen wir fahren. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank für euren Support. Danke fürs Reinschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss.